Ach ja, schauen wir mal, was auf YouTube so Neues gibt, ja? Was? Fake-Verlosung? Hab ich irgendwas vergessen? Alter, das kann doch nicht sein! Ja, hallo hier bei YouTube Radio. Habt ihr schon mal was von diesem Avenger und von wegen Fake-Verlosung gehört? Was? Wer soll das sein? Avenger? Nee, sorry, Alter, von dem habe ich noch nie was gehört. Wer soll das sein? Ist auf YouTube? Was, Avenger? Wer soll denn das sein? Habe ich noch nie was von gehört. Nee, Leute, so nicht. Da müssen wir was machen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser, ja, zu diesem Special-Video im Channel of the Year Battle of the Users von honeyteam.net. Ja, ich möchte einfach hier mal gerade darauf ansprechen, ich habe ja gerade schon vorhin gezeigt, wegen Fake-Verlosung und so. Ich fange einfach mal ganz von vorne an. Es geht um einen ganz besonderen Abonnenten von mir, der ist schon 3 Jahre bei mir aktiv, also so ziemlich am Anfang. Und ja, was heißt hier am Anfang, da wo es halt dann bergauf ging, so immer mal so ein bisschen. Und ich habe damals eine Verlosung gehabt, also es ist 3 Monate her oder 4 Monate, ich weiß es nicht mehr so genau, ich habe da jetzt echt keine Ahnung zu recherchieren, ich habe auch schon ewig noch mit dem Mikro hier rum. Und ja, ich möchte jetzt einfach zeigen, es war keine Fake-Verlosung, es geht nämlich um den Schütze. Und ich habe mir so gedacht, ich mache dieses Special-Video, falls du dann wirklich leer ausgehen solltest heute Abend, was ich natürlich nicht hoffe für dich jetzt persönlich, werde ich einfach mal sagen, ich habe alle mobilisiert, mein T-Shirt-Fuzzi, ich war nochmal auf der Post heute Morgen, ich habe wirklich alles gegeben, um jetzt das zu ermöglichen und ich habe hier schon mal was bereitgelegt. Also hier ist das Shirt, was ich dir schon ewig versprochen habe, mein T-Shirt-Fuzzi, ich habe den vorgestern angerufen, ich habe gesagt, hier, sorry Alter, ich brauche das unbedingt für ein Video, spätestens am 30. Gestern hat das endlich fertig gehabt, meine Frau hat es abgeholt und ja, das ist jetzt live-exklusiv, nur für dich. Dann war ich heute Morgen noch auf der Post und habe diese DHL-Box geholt, ja, dass ich es auch direkt einpacken kann, hier fürs Video, nur für dich. So, das Shirt packen wir hier direkt in die Box, live und in Farbe, ja, dass es auch alle sehen können, nicht? Das, ich nix fake, ja, ich mach das. So, was ich damals in dem Video noch versprochen habe, ist folgendes, die Paysafe-Karte, auch 15 Euro, ich hoffe, die kannst du gut verwenden, weil du hast ja jetzt Overwatch dir zugelegt oder wolltest du es, weiß ich jetzt nicht, jetzt hast du auf jeden Fall schon mal kleines Startkapital, damit kannst du dann voll durchstarten, Alter, auch direkt in die Box. So, und jetzt kommt noch ein kleines persönliches Geschenk von mir, weil es halt so ewig lang gedauert hat und du mir immer noch ein treuer Abonnent geblieben bist und ich habe mir einfach so gedacht, da ich ja mit meinen Caps auf New Era umsteige, seht ihr ja hier und alle, die hier so liegen, die hier brauche ich nicht mehr. Du kennst sie, ich habe sie in Aufnahmen und sämtlichen Streams angehabt. Ich hoffe, auch wenn du kein Kappenträger bist, dass du sie verwenden kannst. Ich hoffe, du freust dich und auch diese kommen mit in die Box. So, wir machen jetzt den Deckel hier drauf. Deine Adresse schreibe ich noch drauf und dann geht es am Dienstag direkt mit Express zur Post. Und ich hoffe, wie schon gesagt, dass du halt, falls du leer ausgehst, am wenigsten sich daran erfreuen kannst. So war eigentlich mein Ziel. Ich denke mal, ich habe es damit erreicht. Und ja, ich würde mich jetzt einfach nur freuen, wenn wir an diesem Abend noch richtig viel Spaß haben. Und ich gebe jetzt zurück ins Studio. Schütze, mein treuester, vielen Dank. Servus.